Heute finden wir unser Ikigai heraus. Ikigai kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie ein Grund für dein Dasein. Nun, dies sollte eine Tätigkeit sein, die diese vier folgenden Fragen erfüllt. Also erste Frage, naja, bist du gut in dieser Tätigkeit? Die zweite Frage ist, liebst du diese Tätigkeit? Die dritte Frage ist, bezahlt dich jemand für diese Tätigkeit? Und die vierte Frage ist, braucht die Welt diese Tätigkeit? Ich habe ein Excel-Sheet erstellt, womit wir zusammen diese Übung jetzt durchführen können und unser Ikigai zusammen finden können. Ja, und hier sehen wir auch schon das Excel-Sheet, das ich erstellt habe. Und da sehen wir schon, dass ich hier drei Spalten erstellt habe. Die erste Spalte, da wollen wir eben die Frage beantworten, was lieben wir? Die zweite Spalte, worin sind wir gut? Die dritte Spalte ist, was braucht die Welt? Und im Anschluss werden wir unsere Antworten durchwürfeln nach dem Zufallsprinzip. Das heißt, nicht wundern, wenn du hier beginnst, das auszufüllen, dann ändern sich hier auch diese Werte. Ich habe hier dieses Excel-Sheet so programmiert, dass das automatisch passiert. Dann werden hier drei Werte herauskommen. Dann können wir uns jeweils überlegen, erstens ein angreifbares Produkt vielleicht zu schaffen oder ein digitales Produkt zu schaffen oder ein Service, eine Dienstleistung davon ausgehend zu schaffen. Das heißt, was wir einfach jetzt zusammen machen können, wir stellen uns die erste Frage, was lieben wir persönlich zu tun? Was wird nie langweilig, wenn du das tust? Welche Tätigkeit zieht dich immer wieder auch an? Los geht's. Ich beginne einfach hier mal mit dem Ausfüllen. Ja, und das ist gar nicht so leicht, da wirklich die 12 Zeilen auszufüllen. Das heißt, man kann sich hier ruhig ein bisschen Zeit nehmen und drüber nachdenken. Okay, ich habe mal meine 12 Tätigkeiten gefunden, die ich liebe zu tun, prinzipiell mal. Jetzt stelle ich mir die Frage, worin bin ich gut? Also welche Tätigkeit kann ich tatsächlich besser auch als andere Menschen? Worum fragen dich andere Menschen? A few moments later. Okay, und die dritte Frage, die wir uns stellen, ist, was braucht die Welt? Und zwar kannst du hier einerseits groß denken, was braucht die Welt tatsächlich insgesamt? Aber du kannst über die großen Probleme, Weltprobleme nachdenken, die dir einfallen. Du kannst aber auch über Trends nachdenken. Was tut sich gerade in der Welt? Was sind gerade Trends? Oder du kannst auch im Kleineren denken, was braucht deine Umgebung? Was braucht die Gemeinschaft, in der du bist? Was brauchen deine nächsten Personen? Also, was für Probleme gibt's? Was braucht die Welt? Die Welt braucht... 2 hours later. Okay, das Ganze hat bei mir um die 15 Minuten gedauert. Natürlich könntest du dir da mehr Zeit nehmen, noch ein bisschen ins Detail gehen, aber im Prinzip haben wir jetzt unser Excel-Sheet ausgefüllt. Der nächste Schritt, du hast schon gesehen, hier verändern sich immer diese Werte. Das ist einfach ein Zufallsgenerator, der jetzt aus diesen drei Zeilen jeweils nach dem Zufallsprinzip sich ein Wort aussucht. Und was wir jetzt tun können, wir können uns zu dieser Kombination jeweils ein angreifbares Produkt, ein digitales Produkt oder ein Service überlegen. Also wenn wir uns zum Beispiel hernehmen, meditieren, vortragen, Bildung, das heißt, wir könnten zum Beispiel eine Vortragsreihe darüber schaffen, wie Meditation zur Bildung beitragen kann. Das wäre vermutlich zum Beispiel ein digitaler Vortrag. Wenn wir jetzt hier etwas verändern, dann wird wieder das Zufallsprinzip ausgewählt. So, schreiben, vortragen, Zukunftsperspektiven. Ich könnte über eine mögliche Zukunft schreiben und vortragen. Dies wäre vermutlich eher ein Service. Team führen, Artificial Intelligence und Bildung. 12 seconds later. Ein Service, das künstliche Intelligenz nützt, um Bildungsteams besser zu führen.
Also ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Das heißt, wir suchen uns zuerst aus, was wir lieben, dann was wir gut können, dann was die Welt braucht. Und im Anschluss können wir daraus Ideen generieren, wofür Leute vielleicht auch bereit wären zu zahlen. Das heißt, einfach mal diese Tätigkeiten kombinieren und dann schauen, wo gibt es jemanden, der mir Geld dafür geben könnte. Kann ich das in der Anstellung machen? Kann ich ein Produkt herausbringen und selber verkaufen? Ikigai, das war das Prinzip. Das war unser Kurzworkshop zum Thema Ikigai. Ich lasse euch in der Beschreibung wissen, wo ihr dieses Excel-Sheet euch runterkopieren könnt. Viel Spaß beim Ausfüllen.